Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Gäste. Die letzten drei Sitzungen wollten bereits über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze sprechen und wie wir als Stadt Kassel damit umgehen wollen. Leider hat die Koalition in der ersten Sitzung hierzu entschieden, unseren Antrag nicht auf die Tagesordnung zu lassen. In der letzten Sitzung ist der Antrag leider nicht behandelt worden und nun hat die Koalition aus SPD und Grünen entschieden, ihren Antrag zurückzuziehen. Ein klassisches Beispiel dafür, dass die Realität die parlamentarische Politik überholt hat. In der Zwischenzeit hat der Krieg in der Ukraine dafür gesorgt, dass die Stadt Kassel viele Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt und der Fokus gerade hier liegt. Das Engagement der Stadt begrüßen wir ausdrücklich und sind dankbar, dass es so unbürokratische und schnelle Lösungen für die Geflüchteten vor dem Krieg in der Ukraine gibt. Deswegen begrüßen wir auch, dass wir heute die gemeinsame Resolution Kassel verurteilt den Krieg in Ukraine, Kassel ist offen für Menschen auf der Flucht beschlossen haben. Wir bestärken vor allem den Willen, dass bei der unbürokratischen Aufnahme eben nicht auf die Staatsangehörigkeit geachtet wird. Die Bomben, die in der Ukraine fallen, fragen schließlich auch nicht nach dem Pass. Wir hoffen, dass auch alle Ämter dies in ihrer Umsetzung berücksichtigen werden. Dass diese allerdings auf Tagesordnungspunkt 5 gehoben wird, während wir seit Monaten warten, dass die Resolution zur polnisch-belarussischen Grenze drankommt, ist bezeichnend für die Prioritätensetzung. Dass die Realität uns hier jetzt eingeholt hat, macht den Antrag allerdings nicht weniger wichtig. Nur weil die Medien und die Bevölkerung auf den Krieg in der Ukraine konzentriert sind, gibt es immer noch Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze, die Hilfe brauchen. An der polnisch-belarussischen Grenze werden immer noch Menschen, die flüchten und somit nach Sicherheit suchen, eingekesselt und festgehalten. Sie werden nicht über die Grenzen nach Polen gelassen und in eisiger Kälte dort festgehalten. Die Versorgung der Menschen vor Ort kann auch nicht sichergestellt werden. Ihr Tod wird billigend in Kauf genommen. Versuchen sie nach Polen zu gelangen, werden sie dort mit Repression behandelt und abgeschottet. Die Situation vor Ort ist in keiner Weise konform mit geltenden Menschenrechten. Den Geflüchteten werden ihre Handys weggenommen. Sie haben keinen Zugang zum Internet und weder humanitäre Hilfsorganisationen noch Anwälte oder Menschenrechtsorganisationen haben Zugang zu den Geflüchteten. Auf der polnischen Seite, ich erinnere, Polen gehört zur EU, gibt es Haftlager, in denen sogar Familien festgehalten werden sollen, obwohl nach EU-Recht ganz klar ist, dass Kinder nicht inhaftiert werden dürfen. Wenn das der Fall ist, muss hier gehandelt werden. Es braucht klare Sanktionen. Um diesen Vorwurf zu überprüfen, brauchen Anwälte, Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen aber Zutritt zu diesen Haftlagern, der ihnen auf beiden Seiten verwehrt wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Grenzwall zwischen Polen und Belarus weitergebaut wird und die Menschen dort weiterhin nicht über die Grenze gelassen werden, während wir Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Das ist eine klare Ungleichbehandlung. Deswegen möchte ich auch die anwesenden Parteien nochmal dazu auffordern, unserem Antrag zuzustimmen. Wir können hier den Druck auf die Landes- und Bundesregierung erhöhen und das sollten wir auch. Schließlich steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung auch, dass die humanitäre Verantwortung anerkannt wird, dass das Leid an den Außengrenzen bekämpft werden soll und dass Asylanträge innerhalb der EU geprüft werden müssen. All das findet gerade an der polnisch-belarussischen Grenze nicht statt. Wir als KommunalpolitikerInnen, wir als Parteimitglieder und Parteistrukturen sollten hier unsere Verantwortung ernst nehmen. Die Koalitionsparteien der Bundesregierung müssen an ihre Vereinbarung erinnert werden. Wir dürfen Geflüchtete nicht nach ihrer Herkunft beurteilen. Das ist eine rassistische Vorauswahl, ein Narrativ, auf das wir uns nicht einlassen dürfen. Deshalb hoffe ich, dass Sie diesem Antrag heute zustimmen, um zu zeigen, dass Kassel offen für Vielfalt ist, dass Kassel keinen Unterschied macht, wo die Menschen herkommen und wir solidarisch sind mit allen Geflüchteten. Es geht hier um eine humanitäre Katastrophe. Es geht um Menschenleben und nicht lediglich um Zahlen. Dankeschön.